Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Purpur. Ja, wir haben ja letztes Mal diese Arena-Mission gemacht. Nein, nicht Arena-Mission, sondern eine weitere Kraft freigeschaltet für unser Miraidon hier. Oh, was ist das hier? Ein Dickter. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht angreifen, aber egal. Ja, ich würde heute einfach mal eine weitere machen. Ja, so sieht erstmal der Plan aus. Ich habe letztes Mal diesen kleinen Feuer, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Feuerritter hier einfach mal gesucht, aber ich habe ihn halt einfach nicht gefunden. Also ich habe ihn noch nicht gefunden. Aber ja, vielleicht finde ich ihn ja ein anderes Mal. So. Okay, hier dieses Dickter. Wir brauchen das nicht fangen, ich flüchte einfach. So, hier ist eine neue Stadt, sogar mit einer Arena. Aber die Arena würde ich jetzt noch nicht wirklich machen wollen. So, aber wäre auf jeden Fall gut, wenn wir hier schon mal bei dieser Stadt vorbeikommen. So. Guten Tag. So, hallo. Moldrit. So, Mapex kannst rauskommen. Dann würde ich erstmal, ich kann euch mal zeigen, ich würde gerne mal hierhin fahren, weil eine Wüste, vielleicht findet man ja unterwegs, falls man Glück hat, diesen kleinen Ritter. Ich weiß es ja nicht, weil dann könnten wir ihn direkt entwickeln. Dann, wenn man 10 Fatality splittert, kann man die ja umtauschen gegen diese Schattenrüstung. So, das habe ich gestern gemacht. Habe ich gesammelt. So. Und ich hoffe einfach, dass wir dieses Pokémon hier auf dem Weg finden. Oder vielleicht ein Shiny. Ja, das würde ich auch sehr schön finden. Ey, lass mich an den Pokémon ran. Nee, da nicht. Fahren wir einfach mit dem. Oh, die Musik. Die ist aber auch echt gut. So, ich würde dafür erstmal diese Kamera so machen, sodass wir viel sehen, obwohl wir können es einfach so lassen. So. War schon ein krasses Gebirge da, ne? Da sehen wir schon was Gutes. Mal gucken. Ich muss mal. Hier ist es sogar auf der Karte drauf. Falls wir Glück haben, finden wir es sogar gleich. Auch wenn ich das nicht denke. So. So, Pokémon. Ja. Würde ich jetzt erstmal so lassen. Wow. Nein, ich wollte dich nicht angreifen, du kleines. Was ist das? Schlingel. Ich werde es jetzt einfach mal angreifen und gucken. Vielleicht fangen wir es ja. Okay. Ich dachte nicht, dass ein Ruxupis direkt killt. Der Dratigen, das habe ich jetzt mal noch im Team gelassen. Da, solange wir noch kein starkes Feuer-Pokémon haben. Ich weiß auch nicht, was wir als Wasser-Pokémon nehmen wollen, ne? Meine, könnt ihr gerne Vorschläge schreiben. So. Aber das ist schon. Ja, die Pokémon hier, das ist schon eine ganz coole Welt. Kleiner, ich springe einfach über dich rüber. Wie fühlst du dich jetzt? Ja. Wir könnten ja auch demnächst mal wieder eine Arena machen. Ich weiß ja nicht genau, was wir bekommen als nächste Fähigkeit. Ich werde klettern halt echt perfekt. Also so, wenn, stellt euch vor, wir könnten klettern, das wäre doch mal super, dann könnten wir überall hoch. Hä? Oh. Mann, so kleine Dinger, die sind ja echt nervig. Denn ich würde hier gerne diesen pseudo-legendären Eisdrachen. Ey. Warte mal. Okay. Es sah so irgendwie so stark orange aus. Ach man, ich wollte dich doch gar nicht angreifen. Das Ding sah gerade sehr stark orange aus. Ich dachte, ist das ein Shiny? Aber leider nicht. Da hatten wir kein Glück mit. Naja. Dann halt nicht. So. Okay.
Aber das wäre echt cool gewesen. Also eine Shiny. Ja, dann hätte ich es auch direkt ins Team genommen, ne? Das wäre dann halt so. Was ich meine, das ist ein Shiny. Das macht man halt so. Hallöchen. Wo? Oh, da gibt es ein Eis-Terra-Raid. Ich würde ja generell ganz gerne in die Galazeit-Terra-Raids gucken. Vielleicht ist da ein cooles Pokémon drin, ne? Bis jetzt habe ich da auch noch keine so coolen Pokémon entdeckt. Aber lasst uns einfach mal hineinschauen. Was ist jetzt los? Bring, bring, wer ruft denn hier an? Hey Samus, der Herrscher des weiten Himmels soll irgendwo auf diesem Berg sein. Hier stürzen überall riesige Felsen herab, was die Suche nicht gerade ungefährlich macht. Wenn dich so einer trifft, wirst du garantiert weggeschleudert. Aber wenn du auf diesem Ding reitest, kannst du ihn vielleicht einfach standhalten. Okay. Cool. Ach, ein Mobile, schade. Wenigstens diese LP ist mitgenommen. So. Okay, das war jetzt wohl doch nicht so gut. Eine Windmühle. Wow. Ich wollte gar nicht mal auf dieses... Oh. Guck mal, ich mal dieses Ding da an der Luft an. Oder dieses... Ich heile erstmal meine Pokémon. Guten Tag. Hallo. Was geht? Hey, ich würde hier gerne Sie ansprechen. Hallo. Guten Tag. Der Blick auf herrliche Landschaft lässt dir das Sandwich gleich doppelt so gut schmecken. Zur Feier der Begegnung habe ich hier was für dich. Du hältst verschiedene Zutaten. Dankeschön. Eine Reise wird umso schöner, wenn man dabei ein Sandwich speist und Esskräfte weckt. Oder deine Esskräfte. Wie schaut's aus? Willst du gleich hier bleiben und deine müden Knochen ausruhen? Ja, machen wir mal. Wenn da oben gleich ein Herrscher-Pokémon kommt, wäre das vielleicht ganz praktisch. Ja. Oh, Fleiß kein Problem. Ohne Fleiß keinen Preis. Trotzdem lohnt es sich manchmal einfach nur die Füße hochzulegen. Denn wenn immer auf eine Achse ist, hat auch nichts von der wunderbaren Aussicht. So, sind unsere Pokémon geheilt? Ja, sind sie. Ja, ja, tatsächlich, ja. Ich denke, sogar dieser Vogel da oben ist sogar das Herrscher-Pokémon hier, ne? Ich hatte gar nicht vor, zu dem Herrscher-Pokémon hier zu gehen, okay. Aber hier ist wieder dieser Feuerritter auf. Ich weiß halt echt nicht genau, wie der heißt. Ich vergesse den Namen immer. Der Kater, aber ich will ihn halt so gerne finden. Wirklich, will den in mein Team aufnehmen und den zu Azuglades weiterentwickeln, denn es sieht echt nice aus. Und ein starkes Feuer-Pokémon könnten wir auch mal gebrauchen. Wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass uns das trifft. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Vogel da oben unser Feind ist. Ja. Moin. Aber wir haben ja Stein-Pokémon. Ja, stimmt. Seosali. Ja, einen guten Tag. Ja, ja. Oh. Ich hätte eigentlich nicht... Ich wollte eigentlich Mopex nicht direkt nehmen. Okay, ich nehme... Breitseite. Ich mache einfach Breitseite. Das war mal stark. Oh, das macht Schaden. Und der Angriff sinkt. Na, das ist ja mal was ganz Tolles. Ich hätte echt nicht mit dem Schaden gedacht. Alter, wie schwach ist das Ding denn? Einfach nochmal Breitseite und jetzt sollte das... Ja, okay. Es ist ja noch immer noch ein Gewürz. Ah. Wie das aussieht, Junge. Es ist halt einfach davor. Da gefällt mir die Animation dann nicht ganz so gut, ne? Aber egal. So. Herrscher Pokémon, AD-Bomb, Fistet, was? Ah, das hätte ich halt nicht gedacht, dass es so easy wird. Moin, Samus, du hast es also bis zum Herrscher Pokémon geschafft? Das hier ist der Herrscher des weiten Himmels. Hat er etwa die Felsen runtergeworfen? Gut, dass du ihn abgelenkt hast. So habe ich es ohne Beulen am Kopf hierher geschafft. Sieht so aus, als ob er sich etwas mehr Power verschaffen will. Fast wie eine geheime Esskraft. Nur sagen wir es, wir müssen alle Register ziehen. Okay, ey, aber könnte es sein, dass wir hier noch sogar fliegen können?
Ich meine, ich weiß ja nicht, aber es ist ja ein fliegendes Pokémon. Ich meine, daher macht es vielleicht Sinn. Na? Auch ein Geosali, ne? Das haben wir ja auch. Wir haben Seelisali. Ich mache einfach nochmal Breitseite. Das hat ja gerade unnormal viel Schaden gemacht. Ja, wer andere mit Stein bewirft, muss sich seine salzige Niederlage schmecken lassen. Ja, okay, machen wir einfach die Terra-Kristallisierung und gucken, ob das wieder so super viel Schaden macht. Ich meine, ich weiß nicht, ob es gibt ja, glaube ich, zwei Möglichkeiten, ob man nach links oder nach rechts geht. Deshalb könnte es ja so einfach sein. Am Anfang, dass es so ein Anfangsding ist. So, setzt du jetzt Breitseite ein? Ja, okay, das macht echt schon gut Schaden. Folterknopf. Ja, okay, das hat jetzt einfach. Das war jetzt unerwartet einfach. So. Unser Geosali wäre ja natürlich sogar noch ein bisschen stärker. Ja, okay. So, Breitseite. Ja, pischt es. Ja. Da haben wir es auch besiegt. Ich wollte nicht mal zu dem Herrscher hier hin. Also, das ist sogar cool. Da haben wir einfach mal so unterwegs einen Herrscher-Pokémon mitgenommen. Ja. Ist doch was ganz Schönes. Das Herrscher-Pokémon. Besiegst das Herrscher-Pokémon. Abedum. So, Tratigen ist stärken Level, so. Ja, war echt einfach. Unerwartet. Aber auch. Ah, es war gut. Hatten wir Glück. So. Jetzt müssen wir noch die Menschen. Wow, das war spitze, Samus. Jetzt müssen wir keine Sorgen, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass wir uns Felsen auf den Kopf fallen, oder? Ja. Mir ist es noch nie passiert, dass mir ein Felsen auf den Kopf gefallen ist. Naja, wir finden da drin doch bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das das Herrscher-Pokémon vorhin runtergeschlungen hat. Machen wir es uns schleunigst auf die Suche, bevor es zurückkommt. Ja. Ist bis jetzt noch keins zurückgekommen von den zwei, ne? Ja. Aber okay. Bestimmt finden wir auch hier das geheime Gewürz, ne? Ha! Wasser! Ha! Ein grünes Geheimgewürz diesmal, okay. Nice. Junge. Tatsächlich ein Geheimgewürz. Hab ich dich. Ja, bis jetzt waren ja da überall Geheimgewürze. Hier findet ein Stängel bitteres Geheimgewürz. Nice. Unsere Geheimgewürzsuche war auch dieses Mal erfolgreich. Wir sehen, was das Buch dazu sagt. Bitteres Geheimgewürz hilft es dabei, das Blut besser zirkulieren zu lassen. Außerdem wärmt es den Körper und stärkt das Immunsystem. Damit wird es Mastifioso gleich noch besser gehen. Danach mache ich mir mal daran, was Leckeres daraus zu zaubern. Sorry. Ha ja, das hier und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Wie die letzten Male auch. Gibt es wieder ein Sandwich à la Pepper. Dazu bekommst du natürlich einen weiteren Herrscherdroschen. Den kannst du in der Pokémon-Liga zwar nicht gebrauchen, aber nimm ihn trotzdem an, ja? Machen wir. Mist. Herrscher, das Weltenhimmels bezwungen, Depp. Wir müssen unbedingt mal wieder ein paar Arenen machen, sonst. Also ein paar Arenen machen, ne? Sonst sind wir viel zu overlevelt. Gias! Oh, hallo? Ja, ja, ich habe auch wieder eins für dich gemacht. Schnüffel. Möchtest du Mira dann dein Sandwich geben? Natürlich. Na, ich will wissen, was wir diesmal als Fähigkeit bekommen. Ja, komm raus, Mastifioso. Ich habe auch was für dich. Ja. Löchen. So. Dann kriegt er wieder ein bisschen Sandwich. Boah, hätte ich jetzt echt Bock, auch einen Sandwich zu essen. Ich sag's euch, so ist es gut. Mach schön langsam. Ich hätte so Lust, jetzt ein Sandwich zu essen. Kampf, Schling. Ja, komm, lass uns fliegen. Richtig. Wellenreit, Allen. Oh, das heißt, er kann jetzt wenigstens übers Wasser. Kannst du es nicht wenigstens ein bisschen genießen? Ja. Mir scheint es irgendwie auch immer besser zu gehen, oder?
Ja, das scheint es. Ach, richtig. Schau dir das mal an, Samus. Bisher war bei jedem Geheimgewürz ein Herrscher-Pokémon in der Nähe, stimmt's? Hier im Buch steht, dass sie wegen irgendwelchen Substanzen in Gewürzen so riesig und stark geworden sind. Hat er es mir nicht schon mal gesagt? Vielleicht ist dieser... Oh, sorry. Oh, hast du aufgegessen, Mastifioso? Ich habe aus Versehen übersprungen. Mars. Hast du gerade... Was, hast du das gerade, Samus, das hast du es auch gehört, oder? Das war Mastifioses Stimme. Ja? Was? Ja, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet. Ojo. Das schon wieder. Also habe ich mir doch nicht verhört. Mastifioso, du kleiner Racker. Schnüffel, wann habe ich das letzte Mal deine Stimme gehört? Mastifioso, geht es immer und immer besser. Seit ich dich getroffen habe, passieren ständig tolle Sachen. Jetzt fehlen nur noch zwei Geheimgewürze. Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen, ja? Ah, ja. Oh, so. Ja. Das freut mich. Ich hätte echt damit gerechnet, dass wir jetzt fliegen können. Aber natürlich, fliegen ist ja geile Fähigkeit, ne? Hallo Samus, hier spricht Futurus. Mirrodin scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch mit dir über Wellen reiten. Okay, es kann sich über Wasser fortbewegen, das ist schön. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Mirrodin kümmerst. Ja, das ist sehr gut. Was ist das da hinten? Oha, aber da können wir noch gar nicht rauf, glaube ich. Aber ich bin froh, dass wir jetzt über Wellen reiten können. Wie wollen wir jetzt eigentlich hier runter, ne? Das frage ich mich. Nee, also machen wir es nicht. Da dann müssen wir mal... Ich will gerne zu dem... Herr hinten. Mhm. Da ist nämlich auch ein Raid. So. Ja, schön, wenn auf dem Weg ein bisschen Wasser kommt. Welches Pokémon ist das denn da? Mal gucken, was ist das hier? Ein Lextremo, okay. Ich hoffe ja immer noch auf ein... Ich weiß halt nicht genau, wie diesen kleinen Ritter halt, ja. Ne? Ihr wisst schon. Vielleicht treffe ich ja auf Zufall auf ihn. Ah, dann müsste ich erstmal direkt speichern, falls ich vermassel. Oh mein Gott! Alter! Seht ihr das auch? Das ist dieses Pokémon. Also mir fehlen die Worte. Was soll ich dazu sagen? Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt auf einmal dieses fette Vieh sehe. So. Krass. Was hier? Bring. Jetzt ruft er mich safe wieder an, ne? Jo, Samus, angeblich befindet sich der Herrscher der bebendeten Erde irgendwo auf dieser Wüste. Der Boden bebt jedenfalls schon seit ganzer Weile. Mir wird langsam echt schlecht davon. Sorry, aber ich muss eine kleine Pause einlegen, bevor ich mich wieder der Herrschersuche widmen kann. Hey, jo, wir waren gerade da. Also ich hätte jetzt halt echt nicht gedacht, dass es so easy wird, den jetzt zu finden, aber sieht doch krass aus. Ich würde jetzt einfach zu ihm hingehen, ne? Was sieht aus wie ein Stahl-Pokémon? Es ist höchstwahrscheinlich ein Stahl-Pokémon. Muss mal kurz Pokémon. Ne? Welches Pokémon nehmen wir dafür? Für ein Stahl-Pokémon. Wir haben ja kein Feuer-Pokémon, was ein bisschen gut ist. Ja, das heißt, das wäre jetzt hier wieder schön praktisch gewesen. So, ein. Die das. Also, Gladys so zum Ro. Mein Gott, ich werde ihm hinterhergehen. Jo, ich bin einfach in ihm drin. Boah, es sieht so hässlich aus. I'm sorry. Also irgendwie so cool, aber auch irgendwie so ein bisschen hässlich. Das ist halt so ein Donphan. Donphan! Bring! Jetzt ruft er mich wegen dessen. Hallo Samus, hier spricht Professor Profurus. Eisenrad ist ein Pokémon, das aus dem Schlund von Paldeas stammt. Ich rate dir äußerst
der Vorsicht walten zu lassen. Ja, das wäre vielleicht echt gut. Ah. Mach einfach mal. Versuch einfach mal mein Bestes. Mit ihm hier. Ja. Und ja, ich hoffe, das klappt einfach ganz gut. Ich hätte halt nicht gedacht, dass das jetzt hier so schnell geht. Gerade eben müssen wir eins und jetzt ist hier schon das nächste. Ey, nein! Wieso bist du so schwach, Dratignes? Nein, ich bin echt enttäuscht. Jetzt ist es zwar verbrannt, aber es ist so schlecht. Jetzt hat mir halt einfach ein Feuer-Pokémon gut. Aber nein. Bis jetzt noch keins gefunden. Bis jetzt haben wir noch keins gefunden. Nein, es ist zwar verbrannt. Ich denke, das hier kann wieder schwieriger werden. Oh. Das kann Schaufler, was eigentlich eine starke Attacke ist. Stärke 80, ne? Stärke 55. Meine, wir sollten uns ja vielleicht schneller vergraben, deshalb. Aber es ist auch nicht so ein starkes Pokémon. Ich schicke einfach erstmal Sedisaal rein. Ja, ich denke, das ist nie eine gute Option, hier Dratignes einzuschicken. Ja, das ist auch sehr effektiv, ne? Ah, ach Mann. Das ist halt echt kein gutes Zeichen. Es wird zwar verbrannt, aber. Ja. Ja, dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Ich würde das einfach mal ein paar Mamo reinschicken. So. Nein, es kann vor uns angreifen. Och, wirklich jetzt? Nein, ich dachte, wir vergraben uns schnell und es kriegt nicht mal die Chance. Und wir sind doch nicht mal sehr effektiv. Ja. Das ist schlecht. Ja. Macht jetzt hier zwar nicht wirklich viel Schaden. Ja, als ob die Initiative kommt jetzt bis ein. Das macht ja auch kaum Schaden. Und fügt der Schaden zu. Der hat Verbrennung. Er hat eine Verbrennung, ja. Das doof für Dratignes. Ich hätte halt echt diesen kleinen Ritter. Ich wollte den einfach nur finden. Ich hätte den nur finden müssen. Und dann wäre alles gut. Hätte ich ein starkes Feuer-Pokémon an meiner Seite. Vor allem, wir müssen das ja dann auch mal in einer stärkeren Variante besiegen. Oh, Junge. Ja. Die Initiative von dem steigt ja immer höher. Was ist das Ding auch so stark? Ich mache einfach mal einen Ruckzuck-Hieb. Als letztes, damit wir wenigstens noch was bewirken. Macht zwar kaum Schaden, aber. Besser als gar nichts, ne? Das ist einfach so eine richtig hohe Initiative. Das ist so das Problem, wenn man so gegen bestimmte Pokémon einfach nicht gewappnet ist. Ja. Setz alles auf dich, Feliopter. Ja. So, Pflanzenattacken. Waren die Sinnflinster-Attacken vielleicht normal effektiv? Weil dann wäre das ja einiges besser. Ja, es ist normal effektiv. Ja, dann mache ich Samenbomben. Dann setze ich jetzt weiter Samenbomben ein, ja. So. Vielleicht ist er damit ja schon am Ende. Yep, ist er. Ja. Ne, dann würde ich jetzt mal unsere Pokémon heilen, ja. Und dann komme ich gleich wieder zurück. So, die Pokémon sind alle geheilt. Und dann würde ich mal sagen, geht es zurück zum Eisenrad / Robo. Donphan, es ist halt einfach Donphan. Da kann mir keiner was sagen. Ich meine,
Das weiß man. Es ist einfach ein Roboter und fahren. Na? So, ich will jetzt erstmal kein Pokémon fangen, sondern das erste, was ich machen will, ist das hier zu besiegen, ne? So, das wäre ganz schön. Hallöchen. Jo, dieses Kind da einfach. Steht einfach so da. Macht das hier wieder auf und holt sich erstmal das Geheimgewürz. Wie kann das überhaupt essen? Das ist ein verdammter Roboter. Ja. Der Pokémon Eisenrad frisst etwas. Ja, was frisst es denn? Hallo Peppa, da bist du schon wieder. Samus, sieht aus, als hättest du das Herrscher-Pokémon gefunden. Das ist das Herrscher-Pokémon, das der bebenden Erde. Ist das überhaupt ein Pokémon? Ich glaube, der hat was gefressen und jetzt fitter als sonst. Und ist jetzt fitter als sonst. Na gut, wir dürfen uns nicht unterbuttern lassen. Alles klar, Samus? Na klar. Aber achte ich kaputt. Du kleiner Sack. Oh, Junge, der ist doch riesig. Ich werde jetzt einfach Samenbomben spenden. Habuinho. Das ist nicht sogar ein Feuer-Pokémon. Ja, hat er das schon besser gemacht als wir mit seinen Dratines. Kann man nicht wirklich viel anfangen. Hat uns noch nichts gebracht. Naja. So. Oh, der besiegt uns. Boah, das ist ja krank. Viel Schaden. Mann, mach doch eine Feuerattacke. Das wäre viel besser, als Initiative runterzumachen. Oh, das macht ja diesmal viel weniger Schaden. Ja. Ah, das macht aber gut Schaden. Ja, da ist Peppa eine Hilfe. Oh, es ist zurückgeschreckt. Oh, wie gut. Wie gut. Jetzt macht er wieder Feuerzahn und macht damit gut Schaden. Aber das ist krass, jetzt haben wir sogar das zweite. Das ist erstens sogar das vierte Pokémon. Ja. Und, oh, ist wieder zurückgeschreckt, wie krank. Das vierte Pokémon und das zweite in der Folge. Also es ging jetzt auch super schnell, dass wir das hintereinander machen konnten. Ich glaube, die Initiative runterzumachen war echt eine gute Idee. So haben wir ihn easy besiegt. Eisrad Wild wurde besiegt, ja. Das ist ja super. Ich würde das gerne fangen. Jo. Es ist einfach despawned. Wir haben es besiegt. Und du wurdest... Ja, nicht besiegt. So, nice. Ich weiß zwar nicht, welche Fähigkeit wir kriegen, aber... Ich hoffe mal sowas wie Klettern. Das war fantastisch, Samus. Das war wirklich ein Herrscher-Pokémon... Oder überhaupt ein Pokémon, Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ja, in dem Buch, du hast es mir, dieses Buch hast du mir am Anfang gezeigt. Junge, nee, ey. Wir finden da drin bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das dieses Ding gefressen hat. Lass uns gleich danach suchen, bevor es zurückkommt. Ich glaube nicht, dass das wieder zurückkommt. Das ist gerade vor unseren Augen despawned. Es ist einfach geschrumpft und verschwunden. Ist ja nicht mehr abgehauen. Na, wo ist es denn? Komm schon, zeig dich. Wieso liegt da wieder ein Pokéball rum? Hä? Ich check's nicht. Ja, mussten wir doch überhaupt nicht suchen. Da ist es wieder. Ah, gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Ja, da machen wir jetzt wieder ein Sandwich. Ihr findet einen Stängel saures Geheimgewürz. Diese Form, die Farbe des Gewürzes sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Saures Geheimgewürz ist vollgepackt mit Nährstoffen. Soll hervorragend gegen Erschöpfung wirken und im Handumdrehen für Erholung sorgen. Dann geht sofort ans Essen machen. Okay, cool. Ah ja, das hier und dann das dazu.
Sorry, dass du warten musstest. Hier hast du ein super gesundes Sandwich, damit du mir auch bei Kräften bleibst. Lass es dir schmecken und bewundere dabei diesen Herrscher. Das ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Ja, der zweite Herrscher nennt jetzt der Folge. Herrscher, der bebende Erde bezwungen. Der Vater Legend. Ja. Jetzt kommt wieder Massetifiose und natürlich Miraidon. Gias! Na, was willst du denn? Willst du auch wieder das Sandwich essen? Ja, natürlich kriegst du wieder das Sandwich. Na, so wie immer. Komm raus, Massetifiose, es gibt Essen. Was wird bei ihm passieren? Wie wird es ihm ergehen? So, hier ist das Sandwich, mein Jutta. Oh, du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Hier, nimm du mal Sandwich und dann hast du die vorletzte Fähigkeit. Nicht gleiten erlernt. So langsam scheint es deine alten Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem siehst du nicht so aus, als würde es bald seinen Kampf annehmen, was? Agias. Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab. Eine geistige Blockade? Ich spreche von einem seelischen Wunder. Wie heißt das noch gleich? Trauma. Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen. Genau wie Massetifiose. Sieht's aus, Massetifiose. Wirkt das Gewürz schon? Was? Oh, tut mir leid. Ich kann nichts erwarten, dass es dir gleich besser geht. Nicht jedes Gewürz zeigt sofortige Wirkung. Oh, so. Ach, alles okay. Mach dir keine Sorgen. Samus und ich sehen schon zu, das wird dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann ja nur der Bringer sein. Ja, ganz bestimmt ist es das. Samus, als nächstes Ziel ist das Ende unserer Wirtssuche. Geben wir im Endspurt nochmal alles. Los, los, los. Ah, Gyja. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug. Was? Hätte jetzt erwartet, dass Massetifiose sich gleich hingestellt hätte. Ja. Okay, dann kriegen wir noch einen Anruf von Futurus und dann war's das, glaube ich, erstmal für die Folge, ne? Ja, hallo Samus, hier spricht Futurus. Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Aber kann es jetzt durch die Luft gleiten, wenn du inmitten eines Schwungs den W-Knopf drückst, während du auf ihm reitest? Okay. Wir können doch nicht fly in der Luft fliegen. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Miraidon kümmerst. Ja, machen wir. Und das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.